Sebi Osuku, Arminia-Profi, Nationalspieler von Benin. Schön, dass du dabei bist. Wir drehen heute eine Runde im DSC Drive. Freut mich auch. Also ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ein Interview auf Rädern. Und mir wurde gesagt, Sebi Osuku, einer der größten Autofreaks in der Mannschaft. Würdest du das so unterschreiben? Ja, es mag wohl sein. Ne? Ja? Das mag schon mehr. Also ich weiß, du fährst ein modernes Auto, wie das so ist. Und du hast so eine Garage, wo so ein richtiges Schätzchen drin stehen soll. Ja. Ist das richtig? Bin ich da gut informiert? Ja, das ist richtig informiert, das stimmt. Ja? Was ist das? Ein richtiger Oldtimer oder was? Oder? Ja, ist schon ein Oldtimer. Ja. Also das Auto ist 31 Jahre alt. Nach 30 Jahren ist er ein Oldtimer. Ja. Oder sogar 32 wird er jetzt. Ja, ist von 88. Und ja, habe ich mir vor, auch gut, jetzt vor 3 Jahren habe ich mir den Wagen geholt. Ja. Und dann jetzt die letzten Jahre aber kaum gefahren, weil der komplett einmal restauriert wurde. Okay. Ich habe alles einmal neu machen lassen. Und ja, das ist schon ein kleines Schätzchen von mir. Aber du hast es machen lassen, du schraubst nicht selber am Auto, oder bist du auch so einer, der das manchmal so zur Ablenkung braucht? Ja, also ich habe schon einige selber gemacht, was man so machen kann. Ne? Okay. Aber so den Großteil Lackierung habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Die technischen Sachen, das macht immer ein Kumpel von mir in Bochum. Okay. Da bin ich dann auch oft dabei und mache auch viel, so was geht, aber nichts, was dann lebensgefährlich werden kann. Für alle, für die Mitfahrer, ja, und genau, für die deswegen. Nee, also ich lege schon gerne Hand an auch dann selber am Auto und schraube ein bisschen, wenn es halt machbar ist. Aber ich bin jetzt kein Kfz-Fachmann, der da jetzt sagt, okay, ich kann einen Motor auseinanderbauen und zusammenbauen und danach fährt das Ding. Okay. So ist es dann nicht. Du hast das nicht gelernt, oder? Nein, das ist Learning by Doing. Nein, so genau, ein bisschen. Das ist einfach eine kleine Leidenschaft, ja, von mir, schon von klein auf, dass ich da so ein bisschen Autos sehr gerne mag. Und ja, wenn man bei so einem alten Auto kann man noch ein bisschen was selber machen, da kann man noch mal... ja, ich habe das ganze Interieur habe ich noch auseinandergebaut und dann, okay, lackieren lassen und wieder zusammengebaut und so. Also das sind Sachen, die man selber hinkriegt dann noch. Aber wie gesagt, diese technischen Sachen, da bin ich dann dabei und gucke auch manchmal und schraube mal ein bisschen ein, zwei Sachen ab. Aber so auf Anweisung. Genau. Hier genau. Darfst du jetzt die Schraube lösen. Genau. Also das steht jetzt hier in Bielefeld irgendwo in einer Garage oder halt in Bochum sogar? Oder wo hast du das? Jetzt aktuell steht er noch beim Lackierer. Ich werde den jetzt höchstwahrscheinlich in 2 Wochen abholen und dann steht er hier bei mir in der Garage wieder. Und dann ist ein Wetter wie heute mit Sonnenschein und dann kann man Sebi Osuku in seinem alten Schätzchen durch Bielefeld fahren sehen. Höchstwahrscheinlich, ja. Wenn das Wetter so ist, dann hole ich ihn raus. Was wäre denn, wenn wir jetzt mal das Geld ausklammern, was es dann kosten würde? Was wäre denn so dein Traumauto, was du mal, wenn du es könntest, fahren würdest? Gut, also von klein auf, das ist ganz lustig, ich hatte immer so eine kleine Träumewand zu Hause. Und, eine Träumewand? Ja, wo ich dann alles Bilder ausgedruckt habe von den Autos, die ich mal haben will. Also nur Autos, nicht jetzt? Nein, ja, auch andere Sachen, da standen dann auch so ein paar Fußballsachen und sowas. Cool. Ja. Und das sind genau die beiden Autos, die ich von klein auf da stehen hatte. Ja. Ich wollte immer einen älteren Mercedes haben, eine alte S-Klasse. Das fand ich schon immer irgendwie cool. Und ja, das habe ich. Hast du dir erfüllte Traum? Habe ich mir erfüllt. Und mein aktuelles Auto ist auch auf jeden Fall so ein Auto, wo ich früher von geträumt habe. Also, und ich bin jetzt auch glücklich, dass ich das mir ermöglichen konnte. Bin da jetzt aber auch keiner, der dann sagt, okay, ich bin jetzt sofort wieder unzufrieden und träume von dem nächstgrößeren. So dass ich da sagen kann, okay, das, wenn ich jetzt auf die Wand zurückblicke, die hängt da zwar nicht mehr, weil es mittlerweile nicht mehr mein Kinderzimmer ist, aber. Deine Eltern anders gesehen. Genau. Dann habe ich das mir erfüllt, sag ich mal. Da stand Arminia Bielefeld aber nicht drauf auf der Träumewand. Nee, leider nein. Nee? Aber was war so dein größter Fußballtraum, den du da verewigt hattest? Gab es da Vorbilder zum Beispiel? Ja, also Vorbild war von mir immer so Ronaldinho. Das war so die Zeit, als ich jünger war, wo ich immer gesagt habe, okay, schon unfassbar, wie viel Spaß dem macht, einfach zuzugucken. Ne? Ja, ja. Und Cristiano Ronaldo war auch immer ein Vorbild für mich, weil er einfach so fleißig ist. Ne? Also das finde ich,
einfach unglaublich, was der erreicht hat mit seinem ganzen Fleiß und seiner Einstellung und so. Und das finde ich schon bewundernswert, wo man so sich eine Scheibe von abschneiden kann. Stand auf deiner Wand denn vielleicht auch, dass du mal Nationalspieler werden willst? Weil du bist ja einer der wenigen Nationalspieler bei Arminia, spielst für Benin. Das ist, wer kommt deine beiden Eltern, dein Vater, deine Mutter, wer kommt aus Benin? Also wo mein Vater. Dein Vater. Meine Mutter ist aus Deutschland. Ja. Ich bin ja auch hier geboren. Du bist in Bochum geboren, ne? Ja, genau. War, so hättest du das jemals erträumen lassen, für das Heimatland deines Vaters spielen zu dürfen als Nationalspieler? Ehrlich gesagt nicht. Ja. Nein, wirklich nicht. Also mein Traum war es immer, Fußballprofi zu werden, aber ein Nationalspieler, soweit habe ich gar nicht gedacht. Und für mich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin so deutsch groß geworden, habe kaum Bezug zum Benin damals gehabt, oder ja, bis ich jetzt Nationalspieler wurde, nicht wirklich viel Bezug zu dem Land gehabt, außer halt, dass mein Vater daherkam. Mhm. Bei uns zu Hause wurde nur Deutsch gesprochen. Ich war vorher auch noch nie in Benin. Bevor du Nationalspieler wurde, okay, war ich noch nie da. Also deswegen war das schon recht weit weg so von meinen Gedanken. Ja. Und deutscher Nationalspieler zu werden, gut, da hätte alles noch ein bisschen besser laufen müssen. Der Markt ist groß. Genau, ne? Ja, das ist einfach. Was mir noch erzählt worden ist, ist, dass du Fußballer bist, Profifußballer, aber auch nebenher sogar noch ein Geschäft hast oder Unternehmer bist. Ist das richtig? Ich versuche es zu sein. Du versuchst es, okay. Nein. Also du versuchst dir was aufzubauen, genau, sozusagen. Genau, auf jeden Fall. Ja, klar. Also ich habe ja auch schon ein bisschen was erlebt, hatte schon ein paar Verletzungen und so und habe dann natürlich auch meine Gedanken, was ist nach dem Fußball. Ja. Ne? Und da auch aufgrund meiner Erlebnisse, sage ich mal, kam dann irgendwann die Idee mit einem Kumpel, da was zu machen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, bevor man sich jetzt da jahrelang den Kopf drüber zerbricht, ob das funktionieren würde oder, haben wir dann gesagt, komm, probieren wir das einfach. Machen. Und machen das einfach. Und jetzt ist es so, dass da schon ein bisschen Arbeit drin steckt und jetzt bald hoffentlich dafür auch ein bisschen Ertrag zu sehen. Was genau macht ihr? Wir haben einen Online-Shop, okay, wo wir Nahrungsergänzungsmittel vertreiben. Ah, okay, ja. Und also für Kraftsport etc. alles mögliche? Ja, also bei uns ist eher so der Fokus auf dem Fußball. Okay. Ne, weil das ja immer mehr wird. Ja. Und parallel, oder das Kerngeschäft wird eine App, wo einfach so ein bisschen jungen Sportlern ja, auf den Weg gegeben wird, wie man so ein bisschen nebenbei noch was machen kann, um sich halt ein bisschen besser vorzubereiten. Wow. Ein bisschen ja, Verletzungsprävention. Mhm. Mobilisation, also das einfach das Gesamtpaket abzudecken. Thema Nahrungsergänzungsmittel war halt bei mir das verrückte Ereignis, dass ich eine selber negative Erfahrung damit gemacht hatte. Ich hätte es doch angesprochen, ja. Du bist da sehr offen mit, was ja, ich finde, weil machen? Du ja nichts dafür konntest. Genau. Ne? Ja. Also ist natürlich eine sehr unangenehme Erfahrung gewesen, aber ich meine, das ist halt jetzt mittlerweile, gehört es dazu so. Kurz zur Aufklärung, weil es weiß nicht jeder, du bist 2014 positiv auf Doping getestet worden, weil du ein Nahrungsergänzungsmittel genommen hattest, das verunreinigt war, was du aber nicht wusstest. Ja, klar. Vitaminpräparat oder irgendwie sowas? Genau, das waren Multivitamintabletten und die waren halt verunreinigt mit einem Stoff, der auf der Dopingliste steht, der aber nicht nachgewiesen leistungssteigernd ist, aber ist halt so, wenn ein Stoff auf der Liste steht, darf man halt nicht im Körper haben. Und ich hatte aufgrund der verunreinigten Tabletten, hatte ich den halt im Körper, bei einem Ligaspiel. Konnte es auch alles nachweisen, aber gut, für mich war es halt trotzdem eine scheiß Zeit. Ne? Also ist ein Schock, oder? Ja, extrem. Ich weiß noch, war damals im Winterurlaub, als ich dann auf einmal den Anruf bekommen habe. Und da rechnest du halt gar nicht mit. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, wo mir dann halt wichtig war, einen vernünftigen Partner zu haben, wo man dann Präparate den Leuten anbieten kann, wo man weiß, okay, da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Das ist auch alles überschaubar, da sind nicht viele Produkte, um die Nutzer, sage ich mal, da auch gar nicht vor die Wahl zu stellen, weil es gibt ja mittlerweile zig Riesenmarken. Ja, es ist ein Riesenmarkt, es gibt halt tausende von Präparaten, wo überall gesagt wird, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja. Und uns war halt einfach wichtig, dass man da ein bisschen was anbietet, wo man dann halt den Leuten auch die Sicherheit geben kann, dass es vernünftig ist und dass es auch sinnvoll ist. Also bist du tatsächlich dann über deine eigene negative Doping-Geschichte sozusagen erstmal überhaupt auf dieses Thema gekommen? Oder es war ein gewisser Antrieb dann ja für dich, oder? Ja, definitiv, ne? Definitiv. Also ich meine, ich habe mich damit vorher schon auseinandergesetzt. Man wird ja sowieso immer gebrieft einmal die Saison, wie da die Lage ist.
und weiß ja auch, dass man darauf zu achten hat. Mhm. Ja, und ich habe mich halt auch vorher damit beschäftigt, dass Sachen verunreinigt sein können, dass man darauf achten muss. Aber gut, dass man dann selber, dass ich dann irgendwann mal selber betroffen bin. Mit Multivitamin-Tabletten hätte ich natürlich niemals gedacht. Ist ja klar, das ist ja immer alles so, so weit entfernt. Passiert den anderen. Genau, bis es dann einem selber passiert. Und war halt für mich eine extrem beschissene Situation, weil es damals auch nach einer schweren Verletzung davor auch wieder sportlich sehr gut für mich lief. Okay. Dann auch wieder, wie das halt ist, dann sind wieder Gespräche, okay, ja, bald geht es wohl wieder aufwärts, mal gucken, was sich da dann ergibt. Und sowas ist dann halt ein extremer Schlag. Ne? Und dann sind einem natürlich auch die Hände gebunden. Und dann muss man erstmal wieder gucken, dass man aus dieser Scheißsituation halt wieder rauskommt. Weil ich wurde im Endeffekt für ein halbes Jahr gesperrt, durfte ein halbes Jahr gar nicht spielen. Wie alt warst du damals? Anfang 20? Ja, Anfang 20. 21, glaube ich, 2021. Also gerade auch eine Zeit, wo man spielen muss und will unbedingt. Genau. Ne? Also und ich meine, da habe ich Regionalliga gespielt, das ist jetzt auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und da ist dann halt wichtig zu spielen und sich zu zeigen, um dann halt den nächsten Schritt zu gehen. Und es war eine keine schöne Zeit, aber lehrreiche Zeit. Mhm. Und hat mich im Endeffekt auch, was das angeht, weitergebracht. Ne? Weil dadurch kamen dann halt diverse andere Ideen, wie man dann halt eventuell irgendwann mal andere Leute davor bewahrt. Dass denen auch sowas passiert. Genau, und dann hat sich das auch gelohnt, wenn es im Endeffekt so ist. Du gehst da halt ja auch sehr oft mit um und es hat ja tatsächlich dann auch auf deine Karriere, wenn man das jetzt verfolgt, ja auch überhaupt keinen negativen Einfluss gehabt. Ne? Das, oder wenn du meinen Namen gegoogelt hast, kam natürlich nichts anderes. Ja. Aber gut, das ist ja jetzt auch schon, wenn man guckt, 6 Jahre her. Ne? Ja. Das ist dann, Zeit vergeht. Genau, die Zeit vergeht halt auch im Flug. Ich bin froh. Ich hatte auch extrem Angst davor, dass man dann in so eine Schublade gesteckt wird. Ist natürlich, wenn man das erstmal liest, denkt ja jeder, okay, was ist denn da? Das ist ja, was ist das für ein Idiot? Mhm. Was für ein Chaot, keine Ahnung was. Gut, im Endeffekt bin ich froh drum, dass es doch noch funktioniert hat. Ne? Dass ich doch noch Profi dass geworden bin. Ne? Genau, nichts haften geblieben ist, weil es ist ja auch immer so eine Sache, wenn das alles vor deiner Profikarriere passiert, kann natürlich auch sein, dass du dann irgendwie gar nicht mehr schaffst, oben reinzukommen. Bei mir hat zum Glück doch noch irgendwie funktioniert. Und bin ich sehr, sehr froh. Wir haben da was vorbereitet, das haben wir schon letztes Mal mit Manuel Prietl gespielt, nennt sich die Elf des Tages. Kleines Spielchen. Okay. Wenn du mal ins Handschuhfach greifst, da liegt ein Umschlag drin. Okay. Und den Zettel da rausholst. Wir haben jetzt mal so 11 Themenfelder uns gesucht und Gegenüberstellungen gemacht. Okay. Und du sollst uns so ein bisschen sagen, kannst ja mal vorlesen vielleicht, was da steht jetzt bei 1 zum Beispiel. 1 ist Benin versus Deutschland. Ja, das würdest du da, wohin würdest du da tendieren? Boah, das ist nochmal hart, ne? Gut, ich bin natürlich die goldene Mitte, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Deutsch-Beniner? Genau, Deutsch-Beniner, aber gut. Ja, mein ganzes Leben findet in Deutschland statt, muss man ja auch ehrlich sagen. Ja. Ansonsten habe ich auch sehr viele positive Sachen mit Benin, natürlich. Aber ansonsten würde ich Deutschland sagen. Wenn ich habe ja immer nur die Wahl, ne? Entweder oder, ne? Genau, entweder oder. Eins dann, von beiden. Ja, dann sage ich Deutschland. Nummer 2 ist Ruhrpott versus Ostwestfalen. Gut, ich bin ein Kind des Ruhrpotts, ne? Da muss ich natürlich Ruhrpott sagen. Ostwestfalen gefällt mir aber auch sehr gut. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Sehr schön und grün. Aber in Bochum geboren und aufgewachsen, da ist natürlich Ruhrpott. In Bochum Fußball gespielt? Fußball gespielt, ja, genau. In Essen auch noch Fußball gespielt, ist auch Ruhrpott. Ja. Deswegen bin ich bei Ruhrpott. Was aber Ruhrpott ist halt noch ein bisschen mehr Freischnauze, ne? Das ist so ein bisschen. Ja, wie Ruhrpott halt ist, wie man das so sagt. Ne? Locker drauf los. Genau, ja. Locker man raus. Sagt, manche nehmen das ein bisschen negativ auf, aber wenn man da groß geworden ist, dann ist es alles immer sehr freundlich und lustig. Also das typische Fleckmann, was den Ostwestfalen nachgesagt wird, dass sie nicht so in Quark kommen und immer ein bisschen brauchen, bis sie warm werden mit den Menschen, das hast du jetzt noch nicht so erlebt? Das habe ich auch gehört, muss ich sagen, aber erlebt habe ich es bisher noch nicht. Also nur positiv groß, nur positiv, also auch mit den Nachbarn, einmal gesehen, direkt gequatscht. Ja. Also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, deswegen. Bielefeld, da drüber haben wir noch die 3, ne? Die Nummer 3. Rap versus Rock.
Ja, ganz klar Rap, also Rock. Da keine Chance, oder? Da habe ich gar nichts mit am Hut, muss sein. Ne? Nein? Also ich höre auch andere Sachen an Musik. Ich höre nicht nur Rap, ich höre auch ein bisschen R&B, Akustik und sowas. Ich höre auch gerne so, ja, Piano-Sachen und so. Also ohne Gesang und sowas. Aber Chilliges. Ja, genau. Oder Reggae oder so. Aber Rock habe ich gar keinen Bezug zu. Mhm. Also ist das bei euch in der Mannschaft eh... Wenn so die Playlists in der Kabine laufen, wer ist DJ bei euch? War es nicht Tego? Tego ist DJ. Ortega, ja. Der Torwart. Ja. Läuft auch Rap oder legt ja, der auch mal Rock auf und du denkst, oh ne, komm Junge. Ich glaube sogar ein, zwei Rocklieder hat er vorm Spiel, der reinhaut. Ja. Ab und zu. Aber ich muss sagen, ich habe immer meine Kopfhörer drin. Okay, du schottest ja, ihn ab, genau. Oder? Und hör da meine Musik, ja. Da weiß ich auf jeden Fall, was kommt, ja. Was mich erwartet durchgeht. Ne? Brauchst du das? So diesen Moment dann, Kopfhörer auf vorm Spiel, in den Tunnel kommen? Ist das wichtig? Ja, ich höre sowieso relativ viel Musik, deswegen, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht komplett ohne kann ich nicht, ja. Aber ich bin halt einfach ein bisschen entspannter dann, ne? Ein bisschen seine Musik hören, seine Sachen machen, seine Dehnübungen. Okay. Und irgendwann hat man da seine, so halbwegs seine Rituale. Ich bin jetzt gar keiner, der so komplett oder mit Aberglaube immer genau die gleichen Sachen macht, aber... Okay. Dazu gehört bei mir auf jeden Fall auch Musik hören. Und ja. Ja, das aber beten, was uns hier auch schon ein Spieler erzählt hat, nee, oder nee. Fast schon in die Meditation reinzugehen, nee. Das wäre jetzt nichts für dich. Das nee, brauchst du nee, nicht. Nee, nee, nee. Nee, brauch ich nicht. Da bist du entspannt genug. Ja, ich habe mal probiert am Anfang, ja, da so seine Rituale zu haben oder sein immer das Gleiche und so, aber dann ist mir mal aufgefallen, wenn ich es dann nicht gemacht habe, stand ich auf dem Platz, scheiße, ich habe das ja nicht gemacht. Hast du? Und so, ne? Und das, so Sachen gefallen mir halt gar nicht. Weil wenn ich da mal was vergesse, dann denke ich, okay, kann ja das Spiel nur noch schlecht werden. Denkst du noch darüber nach, statt über den nächsten Pass, ja? Deswegen bin ich da ganz entspannt, höre meine Musik, mach meine Sachen und dann geht's auf Platz. Ja. Gut, das nächste, Bielefeld versus Bochum. Sportlich gesehen im Moment auf jeden Fall Bielefeld, ist jetzt aktuell meine Heimat. Was das angeht. Mhm. Aber ansonsten, ich bin auch noch in Bochum gemeldet. Ich habe noch ein Bochumer Nummernschild. Da wird es jetzt schwer zu sagen, nur Bielefeld. Deswegen, ja, Bochum. Also da lässt der Bochumer Junge nicht so schnell los, oder? Ja, ich meine, meine Gegend, wo ich groß geworden bin, in Bochum, habe ich auf dem Rücken tätowiert. Okay. Da kann ich jetzt nicht Bielefeld sagen. Wie heißt die Gegend? Wie heißt das? Ich bin in Querburg, nee, der Uni hier bin ich groß geworden. Okay, und der Schriftzug oder was, den hast du dir tätowieren lassen? Ja, das ist ein kompletter Häuserblock. Hast du dir tätowieren lassen? Oh, Wahnsinn, okay. Ja. Also das ist schon eine echte Ortsverbundenheit. Ja, das ist auf schon, jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist schon, ja, wenn ich nach Hause komme, ist schon, ist mir sehr wichtig. Deswegen bin ich auch froh, dass ich wieder in der Nähe spiele und öfter mal nach Hause kann, wenn Leute Geburtstag haben oder so, dass man da sagen kann, okay, diese eine Stunde, anderthalb kann man auch ab und zu mal fahren, wenn es... wenn es so ist. Also da bin ich sehr, sehr froh drum. Und deine Familie und dann auch wahrscheinlich ein Großteil deiner Freunde, die leben noch in Bochum? Oder? Ja, ja. Also zwei von meinen drei Schwestern, die sind mittlerweile nicht mehr in Bochum. Mhm. Die sind in Hamburg und Berlin. Aber ansonsten sind alle meine Freunde und so sind alle in Bochum. Außer die, die ich durch den Fußball kennengelernt habe, die sind verteilt, das ist ja klar. Aber ansonsten alles Bochum. Deine Schwestern haben aber nichts mit Sport zu tun. Die sind in einem ganz anderen nicht. Weg Nein, eingeschlagen. Gar okay. Nicht Sport zu tun. Die haben auch keine Ahnung vom Fußball. Die wissen auch nicht, wie es bei mir dann immer aussieht und so. Die fragen dann immer, und alles gut, ja, alles gut. Wo spielst du nochmal gerade, ja? Deswegen. Also, der muss mit denen nicht Fußball fachsimpeln. Nee, zum Glück nicht. Ich bin auch kein Freund davon, privat nur über Fußball zu quatschen. Deswegen. Okay, da brauchst du schon deine andere Welt. Ja, also, ja, deine Kumpels, die du dann in Bochum hast, die sind auch eher vom Fußball unabhängig. So, das ja, ja die, nee, die haben gar nichts mit Fußball am Hut. Also, wir gehen ab und zu mal Fußball spielen. Ja. Aber da haben wir auch viel Spaß. Aber die sind jetzt nicht die besten Fußballer. Ja. Ziehen die dann nochmal zurück für dich? Ja. Oder ist das, geht's da schon richtig zur Sache? Doch, geht schon zur Sache. Ja? Weil, ja, da will keiner will verlieren. Ne? Deswegen. Sonst muss man sich das Sprichwort wieder anhören. Natürlich auch unfair. So ein Fußballprofi als Kumpel, ne? Ist ja, ne? Siehst du immer schlecht aus, oder? Als Amateur. Ja, wäre traurig, wenn nicht. Ne? Ja, sicher. Dann hast du auch wieder recht. Dann müsste ich mir Gedanken machen. Hast du auch wieder recht, ja. Ja. Okay, machen wir mal der weiter. Nächste, Nummer 5. Instagram versus Facebook. Ja, auf jeden Fall Instagram. Also ich bin sowieso nicht so aktiv bei diesen ganzen Social Media Kanälen. Ja. Aber bei Facebook ist es so, mittlerweile meine Freunde schreiben mir gar nicht mehr bei Facebook, weil ich da einfach, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da drin war. Okay.
Ja, da bin ich halt wie gesagt kaum aktiv, bei Instagram schon. Schon deutlich mehr. Aber auch wenn du sagst, das ist dir jetzt nicht so wichtig, also das, da legst du keinen gesteigerten Wert drauf auf solche Sachen oder dich da auch zu präsentieren, das ist dann eher... Ja, ich mache es schon ein bisschen, wenn ich mal wieder so dran denke oder so, aber mich dann immer irgendwo hinzustellen und sagen, komm, mach mal ein Foto von mir, damit ich das irgendwo posten kann. Das ist nicht so dein Ding. Nee. Okay. So, das vergesse ich meistens. Es gibt das. Ja, und ich bin auch ein Freund davon, nicht immer am Handy zu sein. Das ist so, mittlerweile wird das ja immer mehr, dass Leute mehr am Handy sind und mit allen connected, aber nicht mit den Leuten, mit denen sie gerade die Zeit verbringen. So. Ja, definitiv. Ich hatte auch eine Phase, wo ich zu viel am Handy war. Ja. Ne, hundertprozentig. Aber das ist mir dann auch aufgefallen und habe auch gemerkt, okay, das ist ein bisschen, ist nicht so, so wie es sein soll, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich versuche das immer weniger, also immer weiter runterzuschrauben. Also schon ganz bewusst. Ja, ja, auf jeden Fall bewusst. Also im Schlafzimmer habe ich kein Handy, habe einen normalen alten Oldschool-Wecker, der klingelt. Ja. Also ja, da versuche ich schon mittlerweile drauf zu achten. Erzgebirge versus Ostsee. Und kurze Erklärung, ne? Auch für die, die es sehen, du hast bei Hansa Rostock zuletzt gespielt, also an der Ostsee. Du hast aber auch bei Erzgebirge Aue gespielt, zwei vollkommen unterschiedliche Regionen, oder? Ja, komplett. Das ist komplett anders. Aber die Ostsee ist schon verdammt schön, muss ich sagen. Ja. Also ich hatte vorher auch kein Gefühl dafür, wie schön es da ist. Aber wenn man da ein Jahr gewohnt hat in Rostock, war schon eine wirklich angenehme Zeit. Warnemünde, schöne Restaurants. Mhm. Also war schon, was das angeht, sag ich Ostsee. Ja. Aber Erzgebirge hat auch seine Vorzüge, definitiv. Mhm. Aber im direkten Vergleich, sage ich Ostsee. Erzgebirge ist schon eine einsame Gegend da. Es ist sehr ruhig. Ich war, wenn man zwei, drei Mal zum Spiel jetzt da und es ist schon wenig los da. Muss man ehrlich sein. Ja. Also ich hatte dort auch eine schöne Zeit mit Aue, aber was das Ganze drumherum angeht, ist halt schon anders. Anders, ja. 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 Also schon sehr ruhig. Und man muss halt immer ein bisschen was fahren, wenn man die Stadt zu sehen. Genau, ne? Wenn man was machen will. Also das ist schon, ist nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da schon eher der Stadtmensch. Okay, dann geht's weiter. Siebter Punkt, Currywurst versus Tofu-Burger. Also Tofu-Burger, ich muss sagen, ich mag Tofu überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie gut der Koch das würzen muss, damit das schmeckt. Keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall noch nicht erlebt. Deswegen sage ich auf jeden Fall Currywurst-Pommes. Als Bochumer musst du auch mal eine Currywurst essen zwischendurch, ne? Das stimmt. Also ich weiß, wenn wir alle zu Hause sind bei meiner Mutter und dann gehen wir schon oft noch zur Currywurstbude und dann holen wir einmal Currywurst-Pommes für alle. Okay, dann gehen wir zu Punkt 8, Auto versus Fahrrad. Ja, sage ich definitiv Auto. Wobei ich auch gerne Fahrrad fahre. Ich habe zwei Fahrräder zu Hause. Aber in letzter Zeit im Verhältnis deutlich zu wenig oder viel weniger. Und was fährst du denn? Mountainbike, Rennrad? Es gibt ja mittlerweile Rennrad. So ein Rennrad. Fixie. Ich habe ein Fixie und ein Rennrad. Also Fixie, ein Fixie ist mit einem Gang. Okay, genau. Wo das verbunden ist. Mhm. Und ein Rennrad, aber definitiv Auto. Also ich fahre so gerne Auto. Ja. Oder wie gesagt, haben wir ja schon am Anfang drüber gesprochen. Ne? Bist du ein Cruiser auch so? Der sich einfach mal ins Auto setzt, Musik an und so ein bisschen durch die Stadt fährt abends oder so im Dunkeln und so zum Abschalten. Gibt es das bei dir? Ja, solche auf jeden Phasen? Fall. Ja, habe ich. Ja? Regelmäßig sogar. Also ich fahre echt gerne Auto, muss ich ehrlich sagen. Gut, das ist ja auch nicht verwerflich. Ne? Ja, ich fahre gerne Auto. Zum Runterkommen und, ist das für dich auch nicht ohne dann, oder das mal zu machen. Ja. Ja, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel mit dem alten Mercedes darf. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn einfach nur um ein bisschen zu fahren und Musik benutze, ist höher, als dass ich den täglich jetzt, ist halt nicht mein Alltagsfahrzeug. Ne? Ja. So, das ist dann einfach, okay, schönes Wetter, komm, fahren wir mal eine Runde. Und dann ist es ja genau das Ding, also eher cruisen, gute Musik hören und ein bisschen Auto fahren. Ist deine Frau oder Freundin? Frau, die wohnt ja auch hier. Ist die auch Autofreak? Yeah. Also macht die das mit oder ist dir das ehrlich gesagt egal? Naja, der ist das egal. Die lacht sich immer tot, die lacht sich immer tot, aber sie ist da jetzt gar kein. Nee, sie hat da keinen wirklichen Bezug zu. Das ist okay. Ne. Also sie schmunzelt, wenn Sebio losgeht und sie in seinen Oldtimer aus der Garage holt, dann sagt sie, schon. Ja, das findet sie schon recht cool so. Ja. Das findet sie cool, da fährt sie auch gerne mit oder so, aber sie ist ja jetzt nicht so ein.
nicht so autobegeistert. Also wenn ich Auto fahre und habe einfach wieder Spaß und mache, keine Ahnung, Sport Plus, dann sagt die, hör auf, fahr langsam und so. Also da ist sie schon eher normal unterwegs. Da hat sie keinen Spaß dran. Gut, weiter. Hund versus Katze. Ja, auf jeden Fall Hund. Also ich habe 2 Hunde zu Hause. Was für welche? 2 kleine Windhunde. Kleine Windhunde? Ja, italienisches Windspiel. Also ja. Okay. Heißt die Rasse. Hab ich ja noch nie gehört. Sind so ganz, sehen aus wie Windhunde in klein. Okay. Sind so, wiegen 5 Kilo, recht klein, kleinere Rennmäuse. Und dann gleich 2 dazu. Ja? Ja, ich muss sagen, ich war nie so wirklich der Hundefreund. Okay. Bin halt gar nicht damit groß geworden. Aber meine Frau hatte das halt immer so ein bisschen als Traum, mal einen Hund zu haben. Und da habe ich irgendwann gesagt, ja gut, wenn das dein Traum ist und dein Wunsch, dann habe ich ihr einen Hund geschenkt, also den ersten. Und seitdem bin ich auch ein riesen Hundefreund, muss ich sagen. Okay, also eine klare Antwort. Ja, klare Antwort, Hund. Französisch versus Deutsch. Ja gut, Französisch bin ich am Lernen, aber ich bin ein echt schlechter Schüler. Da muss ich noch ein bisschen Gas geben, also sage ich Deutsch. Aber ich finde Französisch eine schönere Sprache. Weil in Benin ist ja Französisch die Amtssprache, genau, also dein Vater wird wahrscheinlich gut Französisch sprechen. Ja, mein Vater spricht natürlich perfekt. Ja. Perfekt Französisch. Aber wie gesagt, bei uns zu Hause, mein Vater war halt viel unterwegs, war immer arbeiten. Und bei uns zu Hause wurde nur Deutsch gesprochen. Deswegen habe ich es leider nicht von klein auf gelernt. Und muss jetzt noch ein bisschen an meinem Französisch arbeiten. Ja. Mit, ne? Aber man sieht das, mittlerweile sehe ich das auch anders, wenn Spieler aus dem Ausland in Deutschland sind. Also es ist schon, man sagt ja immer, Fußball ist überall gleich. Aber was das ganze Zwischenmenschliche angeht und so, die ganzen Witze zu den Fußballmannschaft ist halt auch extrem witzig, ne? Ja, klar. Und wenn du die ganzen Witze nicht verstehst, ist dann halt auch schon manchmal kacke. Also sitzt du dabei und dann muss einer den nochmal erklären und dann ist der Witz ja auch nicht mehr so lustig, wie wenn du den vorher einfach verstanden hättest. Deswegen ist es schon besser. Gut, letzte Frage. Couch versus Party. Ja gut, Party. Ich bin gar kein Partygänger. Null. Deswegen sage ich Couch. Also auch Club, Disco früher gar nicht so, was immer? Ja, ich habe schon in meinem Leben ab und zu mal gut gefeiert. Also so ist es nicht, aber ist jetzt nicht die Regel. Silvio, wir sind fast bei dir zu Hause. Mhm. Ich fand es sehr spannend. Ging schnell, ey. Die Zeit ging schnell rum, hat Spaß gemacht. Thank you.